Hallo, also als erstes habe ich mal die Frage, wie geht's Ihnen so? Mir geht es eigentlich recht gut. Ein bisschen stressig ist es momentan. Aber ja, das ist halt so am Wochenende. Okay. Was haben Sie von der Idee gehalten, eine Panorama-Plattform für den Projektmarathon und der Landjugend zu errichten? Ich habe mich gleich mal voll gefreut, weil ich immer schon ein wenig überlegt habe, was kann man da machen, dass man das Panorama ein wenig für alle leichter zugänglich macht, schöner zugänglich macht, dass man das besser überblickt. Ja, darum finde ich eigentlich das eine gute Idee. War gleich recht begeistert. Okay. Welche Vorbereitungen haben Sie für den Projektmarathon getroffen? Ich habe mir geschaut, dass es nur zum Trinken und zum Essen da ist. Habe euch drüben, dass man trotzdem noch vorbereitet, dass ihr unten gleich eine Zentrale einrichten könnt für Büroarbeiten, Präsentationsgeschichten, Vorbereitungsarbeiten zum Schlafen und so weiter. Haben Sie das Vertrauen in die Landjugend Tex in Kirnberg, dass wir das Projekt in den vorgegebenen rund 42 Stunden schaffen? Mittlerweile schon. Gestern war ich ein wenig skeptisch, wie ich das gesehen habe mit dem Baggern und Betonieren. Und so viel Leute, ich meine, viel Leute ist auch mal gut, weil viele Leute da sind, die arbeiten, aber es muss sich alles ein wenig koordinieren. Aber es hat sich dann relativ schnell gut eingestellt, dass jeder seine Aufgabe gekriegt hat. Das wird sich schon ausgehen. Dann war es das jetzt und dann sage ich Danke. Bitte, gerne.